Oh, Alter, das ist ein Riesenhai. Oh, krass. Alter, du hast einen Hai. Oh, der ist riesig. Friedi, du hast einen richtig großen Dornhai. Ist dein Dornhai-PB. Angebissen. Der RBB Angel-Podcast. Mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Angebissen, wieder aus Norwegen. Erik weiterhin leider nicht dabei, dafür habe ich mir aber Verstärkungen mitgebracht und zwar... Frederik, meinen Großen, der immer noch dabei ist. Wie ihr in der letzten Folge vielleicht schon gesehen oder gehört habt, entweder auf dem YouTube-Kanal vom RBB oder eben zum Beispiel in der ARD-Audiothek gehört, wir sind in Norwegen unterwegs. In der letzten Episode haben wir euch ein bisschen gezeigt, was man alles so benutzen kann an Angelmethoden mit einem Pilker, einem Vorfach, Gummifisch und ganz zum Schluss haben wir wirklich mit Meerforellenblinkern fast an der Wasseroberfläche Seelachse gefangen, Köhler und Pollack so zum Abend hin. Wirklich etwas, was Frederik und ich noch nie erlebt haben. Ich war auch schon öfter in Norwegen, ich wusste das auch nicht, dass man so flach wirklich mit einem Meerforellenblinker Köder und Pollacks drillen kann. Spektakuläre Drills waren das, Frederik? Ja, das und cool. Jeder Wurf? Ein Biss oder ein Fisch. Jeder Wurf ein Biss oder ein Fisch. Wenn ihr es noch nicht gesehen oder gehört habt, unbedingt abchecken. Und was haben wir gesehen, was wir auch Orcas. Noch nie in unserem Leben gesehen haben? Orcas. Wie viele? 6 oder 5. 6 oder 5 Leute. Seht ihr im Video, ihr hört es auch, zum Beispiel den Blas. Wie hast du dich gefühlt dabei, als du die gesehen hast? Sehr krass, ich hatte aber auch ein bisschen Angst. Das ist okay, es war nicht ganz so große, aber es war spektakulär. Spektakulär wollen wir in dieser Folge weitermachen. Friedi, was haben wir vor? Wir möchten runter so auf 200 Meter und probieren es auf Länge, Lump, Opasch. Und das wollen wir nicht nur, vielleicht steigt ja auch mal ein Hai an, das passiert ja manchmal. Genau. Da wir gestern bis maximal 80 Meter Tiefe gefischt haben, wollen wir heute auch was typisch Norwegisches machen, nämlich wir fahren in den Fjord auf ein Tiefenplateau bis zu 200 Metern Tiefe und dort vermuten wir Rotbarsche. Wisst ihr, Rotbarsche, sehr leckerer Speisefisch, den gibt es bei uns auch geräuchert. Oder eben Dläng, das ist ein Dorschartiger, der auch im Boden lebt, mit beiden Augen Blick nach oben, auch ein sehr, sehr leckerer Speisefisch. Auf die Fische wollen wir heute angeln. Manchmal ist auch ein Lump dabei, der ist so ein bisschen kürzer, ist nicht ganz so hübsch, aber schmeckt auch ganz gut. Und leider sind Beifänge ab und zu Dorn- oder Katzenhaie. Die sind in Norwegen geschont, die muss man wirklich sofort vom Haken lösen und wenn es geht, im Wasser abmachen, dass sie sofort wieder zurück können. Die halten auch dem Druckausgleich stand, weil wenn ihr die Fische nach oben kurbelt, auch so, sage ich mal, hoher Tiefe klingt komisch, ne? Aus so tiefer Tiefe, dann schaffen manche Fische den Druckausgleich nicht. Die Haie schaffen das, das werden wir sehen. Aber wie erwischen wir die? Die erwischen wir ganz einfach, indem wir heute ganz schwer angeln und zwar mit schweren Montagen. Und dazu kommen wir gleich. So, bevor es mit der Montage losgeht, haben wir ein paar Naturköder vorbereitet. Zum Beispiel, die liegen hier in der Spüle. Wir haben einmal ein Heringsfilet gefangen im Strelasund, also frisch mitgebracht. Wir haben ein Stück von einem kleinen Seelachs, das werde ich ein bisschen klein machen. Dann haben wir so noch Verschnitt vom Seelachs und ein paar Garnelen, die wir dementsprechend aufs Vorfach tun werden. Frederik wird mit einem recht langen Vorfach angeln und... kriegt da ein sogenanntes Nierenblei ran. Das ist ein Gewicht von 200 Gramm. Nierenblei heißt das, weil es aussieht wie eine Bohne oder eben auch wie eine Niere. Da stehen 200 Gramm drauf. Dann werde ich dir ein paar Heringsfetzen drauf machen. Da ist es ganz wichtig, dass man die in kleine Scheiben schneidet. Zieht hier einfach, legt das quer hin, den Hering, und schneidet so dünne Stücken. So, das ist das eine. Und dann werden wir auch noch ein bisschen von dem Seelachs nehmen. Da schneiden wir auch ein paar Stücken einfach ab. Oh, beschreib mal, Friedi, riecht schon richtig lecker, ne? Weil den haben wir extra noch einen Tag liegen lassen. Puh, damit es richtig schön müffelt, damit hier auf jeden Fall auch was einsteigt. Na komm, können wir mal einmal so runterschneiden und einmal so runterschneiden. Und dann haben wir hier schon ein paar ansehnliche Stücke. So, kommen wir zur Montage. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Anbissstellen.
Und diese Anbissstellen, die sehen im Prinzip so aus, das sind Circle Hooks. Circle Hooks heißen Circle Hooks, weil sie einfach ziemlich rund sind und auch noch so eine gebogene Spitze haben. Und die imitieren im Prinzip so, ja, sieht aus wie eine Mischung aus kleinen Fisch und Tintenfisch. Und da packen wir noch unsere Naturköder raus. Und das ist, glaube ich, eine Länge von ungefähr 6 Metern, dass wir wirklich die gesamte Tiefe abfischen. Und da ziehe ich jetzt einfach als extra Anreiz nochmal den Naturköder rauf. Und da ist es eben ganz wichtig, dass ihr einmal durch die Haut stecht, jetzt vom Heringsfilet zum Beispiel, rumzieht und nochmal durch die Haut, weil da hängt das richtig gut und bleibt auch schön fest. Und dann dürft ihr nicht durcheinander kommen mit eurem Rig, deswegen mache ich das hier immer in die Fischkiste rein, ziehe mir die einzelnen Dinger so. Womit wollen wir den zweiten bestücken, Friedi? Mit Garnele. Mit Garnele. So, die Garnele ziehe ich auch komplett einmal hinten durch den Körper durch. Ganz wichtig, durch die Schale durch, weil das ist das, was bei der Garnele ein bisschen Halt gibt. So, dann müsst ihr ein bisschen variieren und dann nochmal vorne durch den Körper durch. So, schmackhaft. Dann werden wir hier einmal ein Stück Seelachs rauf tun. Da würde ich auch dann zum Schluss durch die Haut stechen wollen, dass es auch kleben bleibt. Immer aufpassen mit dem Daumen. Ja, hier geht's durch. Achtung, da kommt irgendwann der Haken. Zack. Leckeres Stück. Und nochmal zurück. Immer schön erst spüren, wo der Haken ist. Stinkt auch schon. Ja, es stinkt richtig, ne? Mhm. Aber es soll ja auch stinken. Weil da unten zieht vor allem der Geruch die Raubfische an. Aber ich glaube, das hält schon gut so. So, dann werden wir noch ein bisschen den Hering verfüttern. Zack. So, Friedis ist fertig. Kommen wir zu meiner Montage. Meine Montage sieht ein bisschen anders aus. Und zwar, ich hole sie mal rüber hier auf den Tisch. Die könnt ihr euch so vorstellen, ich habe auch das Nierenblei drauf. Habe ich euch ja gesagt, was das ist. Das hat aber 400 Gramm, weil ich wirklich runter will. Dann habt ihr im Prinzip so eine kleine Montage mit so einer Art Dreieck mit Wirbeln dran. Dann ein Leuchtschlauch, der im Prinzip UV-aktiv ist, beziehungsweise der lädt sich auf und leuchtet dann im Dunkeln. Und dann habt ihr so eine Art Tintenfisch nachgemacht, der natürlich auch im Dunkeln leuchtet, so einen kleinen Schwimmkörper. Und unten habt ihr zwei richtig dicke, fette Haken. Also aufpassen, scharf. Und da werde ich auf der einen Seite ganz einfach den Hering drauf tun. Der auch schon richtig schön stinkt. Ich nehme immer die Enden, also hinten mit Schwanz, weil man die dann schön auf den Haken raufziehen kann. So, soll ja auch halten. So, das dürfte die Drift überleben, wenn es nach unten geht. Tja, und hier am Ende müssen wir schauen, ist ein bisschen groß. Schneide ich einmal klein. So, ziehe auch hier den Haken durch. Soll ja ein schöner, ordentlicher Bissen sein. Einmal hier reingepiekt, durchgeholt, wieder zurück durch die Haut, damit es ordentlich hält. So, schön rauf. Zack, fertig. Das sind unsere fertig beköderten Montagen. Und jetzt fahren wir raus und versuchen das abzulassen. Und vorher werden wir noch den Verschnitt von gestern loswerden. Und zwar, wenn wir rausgefahren sind. Die Möwen freuen sich jetzt schon darauf, weil die stürzen sich gerne darauf. Dann müssen wir ein bisschen gucken, dass die uns immer nicht zu sehr, Friedi nickt schon, zu sehr belagern. Da muss man dann einfach Gas geben. Wir melden uns gleich vom Wasser. Ciao. Wir sind an der Stelle angekommen. Wir haben eine Tiefe von 217 Metern und auf 167 zeigt er uns ganz viel Fisch an. So, raus damit. Und jetzt zieht das Blei automatisch das runter.
sodass man das eigentlich bequem ablassen kann. Und dann heißt es einfach nur, Bremse los. Und es saust runter. Und dann sitzt man hier, lässt es auf den Boden kommen und wartet. Fredis Rute wackelt ganz schön. Jetzt wissen wir nicht, ob das ein Hänger ist oder ein Fisch. Du hast nichts gemacht, stimmt? Ja, ich habe nichts gemacht. Also, wir schauen mal. Ja, sie geht ordentlich zur Seite. So, Fredi, dann hol mal hoch. Alter. Ist schwer? Wenn du es nicht schaffst, sag Bescheid, dann mach ich. Alter, es ist irgendwas Großes. Ja. Ist Fisch dran? Ich glaube schon. Alter. Wow. Jetzt sind wir gespannt. Aber das dauert. Wie viel hast du drauf? Ich glaube, das ist eine Fußeinstellung. 720. Also über 720 Fuß muss Fredi hochkurbeln. Das ist echt viel für einen kleinen Jungen. Und du hast das Gefühl, da ist Fisch dran? Ja, richtig. Okay, na dann. So, kleiner Zwischenstand. Noch 600 Fuß. Bis wir wissen, ob es Fisch ist und wenn es Fisch ist, welcher Fisch das ist. Da muss aber nicht was dran. Na komm. Schön anstrengend, ne? Ja. Wir nähern uns. 350 hast du schon, so. 330 vorbei. Kommst langsam zum Ziel. Unter 100 Fuß gleich in 3, 2, 1. Zack, noch 99. Wir sind weiterhin gespannt. Alter, ich bin gleich oben. Da ist nichts. Also ich sehe bisher gar nichts. Da ist nichts dran, mein Schatz. Das war wirklich nur... Da ist kein Fisch dran. Doch, doch, da ist ein Fisch dran. Ja. Ganz unten hat's gebissen. Ganz unten. Da kriegt ihr doch. Ein Hai? Was ist denn das? Link? Ein kleiner Hai. Dornhai? Ein kleiner Dornhai. Nee, Katzenhai. Das ist ein Dornhai. So sieht ein Dornhai aus. Ein kleiner Dornhai hat gebissen. Und der hat so einen Stress gemacht. Krass, oder? Ich will ihn nicht anfassen. Hat echt scharfe Zähne. So, den versuchen wir jetzt mal zu befreien. Puh. So, befreit, geht wieder runter. Kannst du mal sehen, Fredi, so ein kleiner Fisch, so viel Action. Und wir lassen wieder runter, ja? Willst du mal anfassen? Nee. Wieso? Kriegst du eine Handschuhe und kannst du deine Hand behalten? Alles gut? Ich möchte. Alles gut, der hat nicht so schlimm gebissen wie der andere. Oh, der ist klein. Alles gut. Mein zweiter. Ein Dornhai. Seht ihr? Das ist ein Dornhai. Krasse Augen, oder? So, wir haben noch mal umgesetzt. Leute, es ist so, es kommen langsam Schaumkronen auf den Wellen. Es ist echt ungemütlich. Der Wind hat aufgefrischt, das ist uns nichts mehr. Das war unsere letzte Drift. Wir werden abbrechen und holen jetzt rein. Aber bei Fredi sah es so aus, als ob er einen Biss hatte. Ja, dran, bitte. Und dann hol rein. Alter. Hänger? Fisch. Merkst du Fisch? Ja, natürlich. Okay, und meine macht jetzt auch gerade die Biege. Ich glaube, ich habe einen Hänger. Oh, Alter, das ist ein Riesenhai. Oh, krass. Alter, du hast einen Hai. Oh, der ist riesig. Film ihn. Filmst du ihn? Ach du Scheiße. Fredi, du hast einen richtig großen Dornhai. Ist dein Dornhai-PB. Ach du Scheiße. Oh, Alter. Ist der krass. Oh, der hat so gezogen, Fredi. Herzlichen Glückwunsch zum Hai-Drill. So, Fredi, guck mich mal an. Wie war der Drill? Alter, krass, der hat richtig gezogen. Richtig krass. Da ist er. Ein richtig großer Dornhai. Oh. Boah, ist das krass. So, Leute, und hinten an der Rückenflosse erkennt man einen Dorn. Und deswegen heißt der Kollege wahrscheinlich Dornhai. Krasse Katzenaugen hat er, einen grauen Rücken, ein tolles Tier, wirklich beeindruckend, richtig beeindruckend. Im Video seht ihr das, der hat zwei Dorne, einmal hinter der ersten Rückenflosse und der viel schlimmere Dorn sitzt hinter der, vor der zweiten, also vor, Entschuldigung, vor der zweiten Rückenflosse. Puh.
Puh, was für eine Action an Bord. Mit der letzten Drift, Fredi, machst du hier deinen High-PB klar. Erzähl uns mal noch mal kurz, wie war der Drill? Wie war das, den hochzuleiern? Also auf jeden Fall war es so, Papa hat ja gesagt, also da ist was. Ich habe hier gedrillt, das war echt schon ganz schön, dass wir die Route krumm war und der hat wirklich echt gezogen. Das habe ich, also bei so tief Angeln habe ich das noch nie erlebt, dass der halt so gezogen hat. Okay, falls ihr das Video seht auf dem RBB-YouTube-Kanal, es wackelt und schaukelt hier. Also wir können es uns kaum noch halten, wir brechen das Ganze ab. Es gab leider keinen Rotbarsch, es gab leider keinen Längen, aber Fredi hat zwei kleine Dornhaie und zum Schluss einen richtig großen Dornhai. Wir haben ihn nicht in die Hand genommen, wir haben ihn nicht richtig rausgenommen, wir haben ihn in so einer Fischkiste gehabt mit ganz viel Wasser drin, weil die Tiere sind geschützt, wir haben ihn schonend wieder entlassen, damit dem Tier auch nichts geschieht. Ich habe ihn ganz kurz mal gestreichelt, fühlt sich echt ein bisschen an wie Sandpapier und diese Katzenaugen und das Gebiss, das war schon beeindruckend, Fredi, wa? Ja, sehr. So, also wir hatten da echt Respekt vor. Jetzt fahren wir rein, tackeln kurz um und was versuchen wir dann, mein Schatz? Die Meterköder zu knacken. Und wie hast du das vor? Auf Pilka. Einfach ablassen und vielleicht knallt's. Also, wir fahren kurz rein, wechseln die Methode und sind gleich wieder bei euch. Ciao. Ciao. Kontakt, Fisch. Ich habe mal wieder den Blinker genommen. Das gibt's nicht. Die wollen nur Blinker. Petri. Na, noch ist er nicht da, Schatz. Das ist vielleicht mein erster Fisch heute. Aber der ist ganz anders. Das gibt's nicht. Gib's mir mal die Zange. So, Leute, mein erster, bleibt schön stehen. Ist zu klein, geht zurück. Wir nähern uns, ja? Petri. Hey. Ja, Petri. Nee, ist noch dran. Er ist noch dran. Er schwimmt wahrscheinlich entgegen, wa? Hä? Was ist denn das? Entweder ein ganz kleiner oder vielleicht mal ein anderer Fisch. Das ist ja interessant. Jetzt gibt er erst Gas. Was ist das denn? Ein Pollack. Ein kleiner Pollack. Ein Baby-Pollack. Zweite Fischart für mich. Gut zu wissen vielleicht für die Fischarten-Challenge. Petri. Tschüss. So, wir wollten eigentlich wir sind auf der Suche nach dem Meterköder. Ein bisschen an der Größe müssen wir noch arbeiten, wa? So, Leute, wir sind am neuen Spot angekommen. Ist im Prinzip hier eine Bucht. Ich drehe mich mal, dass ihr das seht. Wunderschön. Vor uns ist auch ein Wasserfall. Da hinten ist eine Lachsfarm. Da ungefähr. Da hinten geht auch die Sonne unter. Also, es ist ziemlich cool hier. Hier habe ich mal meinen größten Köder gefangen. Wir versuchen hier noch den Meterköder zu erwischen. Fredi hat schon abgelassen. 120 Meter wollte ich eigentlich. Und mal gucken, ob uns das noch gelingt. Drückt uns die Daumen. Das Sonnenlicht ist fast weg. Es ist wirklich fast weg. Da hinten geht die Sonne unter. Fredi und ich versuchen wenigstens jetzt noch ein paar Fische zu fangen. Meterköder hat erstmal nicht geklappt. Den wollen wir noch nicht abschreiben. Aber Fredi versucht es weiterhin mit seinem Pilker. Ich werfe hier noch ein bisschen mit Blinker ab. Hat ja ganz gut geklappt. Sag mal, gibt es irgendeine Anzeige? Nee, ne? Vielleicht haben wir ja noch mal Glück und erwischen noch was. Fisch! Oh, Fredi hat einen. Fredi hat's am Boot. Fredi hat den letzten. Sehr gut. Oh, super. Oh nein. Er ist dran. Ach, er ist dran. Ich habe verstanden, er ist ab. Nee, ich meine, er geht noch mal ab. Oh, der ist gut. Ja. Der ist gut, mein Schatz. Du rettest uns das Abendbrot. Sehr schön. Oh Gott, ist der winzig. So, Leute, unser letzter Fisch heute. Es ist ein Pollack geworden. Hier im Sonnenuntergang in der Bucht. Wir wollten den Meterköder. Es ist leider nur der kleine Pollack geworden. Der ist zu klein. Pack den zurück, Fredi. Komm. Na, Leute, das war's. Der zweite Angeltag in Norwegen geht zu Ende. Unsere Mission haben wir leider nicht erfüllt heute. Kein Meterköder, kein Längen, kein Rotbarsch. Aber Frederik, was ging bei dir ab? Also ich habe halt einen richtig großen Hai gefangen. Nicht nur einen großen Hai. Ah, doch, einen großen Hai. Genau, du hast einen großen Hai gefangen. Ich wollte sagen, du hast drei Haie gefangen, einen großen Hai. Ein großer und zwei kleine. Spektakulärer Drill. Kleine Pollacks, kleine Köder waren dabei. Den Meterköder haben wir nicht erwischt. Trotzdem, es hat wunderbar Spaß gemacht, hätte ich jetzt was gesagt. Trotzdem, es hat wieder Spaß gemacht, gerade hier im Sonnenuntergang zu sein, in der Bucht, hier noch ein bisschen Drillspaß zu haben. Wir fahren jetzt rein, wünschen euch noch einen schönen Sommer. Gehabt euch wohl und
In der nächsten Folge werden wir eine Fischarten-Challenge versuchen. Da heißt es für uns, wie viele Fischarten schaffen wir es zu fangen. Jetzt driften wir hier ans Ufer. Wir müssen uns wirklich beeilen, weil wir mitten auf dem Boot aufnehmen. Nicht vergessen, alle 14 Tage heißt es angebissen, heftig, gewaltig, wenn ihr wieder einschalten würdet. Liked, shared, kommentiert, Feedback immer gerne an angebissen@rbb-online.de. Liebe Grüße nach Deutschland in den Sommer aus Norwegen. Ciao! Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's heftig, gewaltig.